Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei mir geht es heute um eins meiner absoluten Lieblingsbücher, und zwar um Der Spiegel von Feuer und Eis von Lynn Raven. Zunächst mal zum Cover, das ihr hier eingeblendet seht. Ich finde das Motiv sehr schön mit der rothaarigen Frau. Ich mag ihr Lächeln irgendwie total und der Lippenstift passt natürlich perfekt zur Farbe des Titels. Außerdem verrät auch die Kleidung der Frau schon ein bisschen darüber, in welcher Zeit das Ganze spielt. Zur Handlung einmal. Die Protagonistin Kesim wird von ihrem eigenen Onkel an die Eiskönigin verschachert und erhält von ihr den Auftrag, den Spiegel von Feuer und Eis in ihrem Interesse zusammenzusetzen. Dadurch würde Kesim den ewigen Winter über das Land bringen. Noch während sie im Palast der Eiskönigin festsitzt, wird sie von einem Faun befreit, der im Auftrag des Feuerlords handelt. Auf ihrer Flucht begegnen sie dem rätselhaften Morgwin, der sie zum Spiegel von Feuer und Eis begleitet. Ich muss sagen, ich fand das Buch wirklich fantastisch. Ich finde, man kann es sehr flüssig und schnell lesen. Es gibt einige Stellen zum Lachen. Und das alles ist relativ rätselhaft, aber man steigt ein bisschen zu schnell dahinter, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es schön gefunden, wenn die Geschichte etwas mehr ausgeweitet werden würde, vielleicht zu einem Dreiteiler oder so, denn so ist sie doch sehr kurzweilig. Trotzdem gefällt sie mir sehr gut und ich kann das Buch nur empfehlen. Das Buch selber hat 9,99 € gekostet, damals, als ich es gekauft habe. Und es eignet sich auf jeden Fall für ab 13 Jahre. Das Buch hat knapp 400 Seiten und es lohnt sich wirklich, es zu lesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu inspirieren, zu diesem Buch zu greifen, auch wenn es schon etwas älter ist. Ich selber habe es durch eine Empfehlung entdeckt und muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein tolles Wochenende. Und ganz viel Spaß beim Lesen.